der Taschen auch da. Hey. Hier ist gar nichts. Ja. Hey. Hallo, ist das schon an? Gut, als Berg ein Traum wird wahr. Hey. Ich glaube, ich gehe mal weiter nach vorne, da höre ich mich vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Ich höre mich nämlich gar nicht. Hallo? Los, ich fange einfach an. Ich kann nicht. Dann nehme ich die Dinger mal raus. Hallo? Ja, so ist besser. Dann ist das heute mein letztes Konzert. Das Timmy-Mikro ist noch nicht an da hinten. Das interessiert auch keinen. Doch. Das wollen wir dann mal kurz, spielen. Jetzt ist Timmy auch da. Timmy, bist du da? Was ist Timmy da? Was denn? Also ich höre mich nicht. Fundament? Seid ihr überhaupt noch da? Hallo, liebe Baumschülerinnen, liebe Baumschüler. Ja. Na, ihr? Wir haben heute viel zu früh angefangen zu trinken. Aber wir hatten viel zu viel Zeit, uns zu betrinken. Wir bedanken uns natürlich jetzt schon mal bei Tim und den anderen für diese geilste Gelegenheit der Welt. Also wir Wacken haben wir abgesagt dafür. Wacken ist kacken. Ja, das gerade eben war auch schon der erste Song, auch der neueste. Das zwangsläufig auch der schlechteste. Und jetzt geht's mit den geilen Hits weiter. Hallo? Mit den geilen Hits. Wo ist denn mein Bier? Ich weiß gar nicht. In der Tüte. Wir haben die Tüte voller Bier auch, ne? Gesang hört man. Gut, kein Gerede, hätte ich fast gesagt. Keine Ahnung. Yeah.
gesagt, was hab ich an mich gesagt, und ich habe dir gesagt. Punk-Sänger werden. Ich wollte mal ein Holzfäller sein. Licht an, Licht aus. Licht an, aus. Also, hört man mich da überhaupt? Die Ameisen töten uns. Hallo, hallo, man hört mich gar nicht da draußen. Genau, mach Timmy hier. Mischa, Timmy am Schlagzeug, bitte Gesang lauter. Nee, dann ist gut. Ich höre mich ja hier nicht, aber wenn das da draußen ist. Das ist immer noch Punkrock und hier wird nicht gemischt. Es ist immer noch Punkrock und hier wird nicht gemischt. Dann spielen wir das nächste Jahr wieder auf Wacken. Achso, Ben Becker konnte heute uns leider nicht ankündigen. Danke für Er hat keine Zeit, aber ich war so schwer begeistert, wie er das bei den Onkels gemacht hat, habe ich gedacht, nach 3 Jahren Konzertpause könnte er uns auch hier ansagen. Aber er wollte nicht, glaube ich. Wir hatten zu wenig Koks und zu wenig anderes Zeug. Schrottplatz! Achso! Das ist zu Ehren von Dr. Axel Stoll. Ehren von dem fetten Ludolf. I'm gonna die.
automatischer Einlage. Genau. Hat jemand Gaffer? Wir müssen das ganze Schlagzeug jetzt erstmal ein Schnäpschen, oder? Jetzt trinken wir erstmal ein Schnäpschen. Halt für den Jägermeister. Halt für den Jägermeister. Merci. Bitte bedient euch doch. Wir finden es übrigens total schade, dass Alarmsignale heute nicht spielen. Das war ironistisch frei. Da sind schon ein paar Leute da. Ja, Troy McJovan übrigens fand ich persönlich ziemlich cool. Ja, geil. Jetzt fand ich nicht so geil. Nee. Das würde ich, also wenn ihr scheiße wärt, dann hätte ich das auch gesagt. Aber das war nicht scheiße. Welche Bands sind zum Beispiel scheiße? Jetzt kann man auch. Zum Beispiel scheiße sind Hass, hatten wir gerade schon. Also Hass sind extrem scheiße. Sind mega geil! Das können wir nachher ausrambolen. Wenn ich extrem geil finde wiederum, um wieder Pluspunkte bei dir zu holen, Toxoplasma ist natürlich überragend. Mag noch wer einen Jägermeister hier vielleicht? Achso, und die Shitlers müsst ihr auch mal auschecken. Die Shitlers aus Bochum ist eine der geilsten Punkrock-Bands der Welt. Ja. Überhaupt, stabil und alles. Die würden uns aber wiederum ziemlich scheiße finden, glaube ich. Ihr findet die auch scheiße. Uns jetzt. Ja, aber die Shitlers würden uns jetzt passen, zum Beispiel. Nee. Die würden schon ganz scheiße finden. Ist nicht mein Schlagzeug. Ich bin Schlagzeuger, nicht von Schlagzeug. Achso, ja, das ist meiner. Dein Kopf? Nein. Also, links rum den Schreibtisch. Ich wollte halt rein. Das ist der Zappel, der heißt nicht umsonst so. Jetzt wird's ein bisschen schneller. Kotze Pisse! Glaubst nicht, wie ich ihn vermisse! Ich höre gar nichts. Man hat das gehört, dass Timmy uns nicht hört. Er hat gemerkt. Scheiß drauf. Das Lachen war das Beste dabei. Kleiner Finger. Jeder kennt das. Jeder hat einen kleinen Finger. Kudamm ist jetzt dran. Wir sind höchst kreativ bei der Auswahl unserer Kudamm. Lyrischen. Was? Oh, jetzt kommt's. Jetzt reicht das. Also. Jetzt kommt die riesengroße Ansage, mir fällt überhaupt nichts, ich habe mir auch nichts ausgedacht, aber dieser Song ist natürlich den Punkt, 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 dumm, Arschlöchern vom Verfassungsschutz gewidmet. Also, die Pisser vom Verfassungsschutz, den widmen wir dieses Ding hier. Das ist ein sehr schöner Song. Niemand weiß, von wem der ist, ob The Clash oder... Ende der 80er haben wir den geschrieben, Mann. Jetzt heißt es Kudamm Spanien!
Stechen. Wer war das? Ein Bier übrigens. Wer war das? Das Bier leckt. Komm, trink ganz schnell. Komm mal lecker bei der Tüte bei. Ein Bier zu verschenken, bitte. Jetzt Dosenstechen. Wer macht sich zum Otzen? Yeah, wir haben schon einen. Aber für alle. Hau es weg. Yes. Nur klarstellen, dass wir eine Straight Edge Band sind. Falls du rücken möchtest, mach es da auch hier rein. Straight Edge ist mehr als nur Politik und Saufen. Ja. Ja, jetzt sind wir wieder bei dem, das kennt ihr alle, jeder hat einen kleinen Finger. Außer Tischler. Mein Opa hat, glaube ich, auch keinen kleinen Finger, aber man weiß es nicht genau. Ich glaube, den hat er noch in Stalingrad. Bier fürs Sägewerk? Nee, wie geht das? Auf jeden Fall. Vier Blätter fürs Sägewerk. Ich nehme nur den kleinen Finger, geht der Song los, damit ihr auch alle mitsingen könnt. Passt.
natürlich. Für unsere Verhältnisse? Für ihr unsere natürlich. Verhältnisse? Also ich sehe euch ja nicht, aber ihr werdet bestimmt Obergeizen. Hyper? Hyper über Mega Power Girls. Das ist so geil! Das ist Phantompower. Jetzt kommt endlich ein langsamer. Ja. Richtig, richtig zum Schunkeln. Kennt auch jeder. Jeder einen kleinen Finger und jeder stand schon mal im Stau. Trinken und dann hier vor die Bühne pennen was oder auch kotzen. Gerne also was wir gar nicht gewohnt sind, sind freie Bühnen. Normalerweise muss hier mindestens ein Punker und ein Hund liegen. Hunde mögen wir aber nicht hier. Alter! Alter! Denkt doch mal einer an die Kinder und die Hunde. Denkt doch mal einer an die Hunde, war dann noch was. Okay, jetzt kommt wieder ganz schneller. Wer hier errät, von welcher Band das ist, bekommt von mir nachher höchstpersönlich ein Bier. Das du selber gar nicht hast, zum Beispiel. Was ich selber gar nicht habe, was er mir dann leiht, was ich dann wiederum was ich vorher selber auskriege. Du kannst dich mal ganz zahlen. Ja, wir kriegen das schon.
Ich hab gerade ja schon so viel gesagt. Ich muss ihm kurz Luft holen. Nee, uns wurde gesagt, wir können tun und lassen, was wir wollen, und das ziehen wir auch hart durch. Der kann nicht Dülü-Dülü machen. Ja, mein Gott, haben wir jetzt noch. Oh, jetzt kommt ein hart schwerer Song. Aber der ist auch scheiße, den können wir weglassen. Nö, den spielen wir jetzt und verkacken ihn ordentlich. Ich dachte, ihr wollt ihn weglassen. Na gut. Und dann fangt Nee, Mann, das ist normal. Wir bräuchten echt ein bisschen Gaffer-Tape für unseren Drummer. Die Sticks an den Händen festtapen können. Der schmeißt die entweder weg oder haut die sich ins Auge. So ist für alle Skatepunker unter euch. Los, Timmy, zeig deine Schramme. We'll be right back.
dich für die Und schwupp sind wir wieder alle 16. Wir haben noch nie so geschwitzt. Wir haben seit 3 Jahren nicht mehr zusammen gespielt. Das muss man auch mal sagen. Also wir haben ganz hart 2-mal diese Woche geprobt und davor 3 Jahre gar nicht, glaube ich. Weil Daniel es verpeilt hat, die Miete für den Proberaum zu überweisen, hat der Vermieter das Schloss ausgegeben. Ich habe alles für Crack und Alkohol ausgegeben. Und wir konnten noch nicht mal proben nach diesen 3 langen Jahren. Genau, da wollten wir eigentlich proben, da kommt er extra aus Berlin, da war das Schloss ausgewechselt. Da mussten wir erstmal dem Vermieter 560 Euro geben. Ist das fair? Ich finde, es ist nicht fair. Wer hat den gerade hier zurückgebracht? Der ist ja noch fast voll. Du willst also. Mortadella, ich möchte noch einen. Oh, schmeckt doll gut, oh, voll erfrischt, total toll. Ach du Kacke. Du bist der mit dem Koks. Der Mann mit dem Koks ist da. Aha. Der Mann mit dem Koks. Koks und Black Flag. Black Flag, ne? Natürlich. Komm, Schule! Seid alle gut drauf! Yeah! Ihr müsst sagen, halt Maul, du Hurensohn, mach Musik. Halt Maul, du Hurensohn, mach Musik, Alter! Dann! Dafür hast du noch einen Schluck verdient. Jetzt ist es doch raus. Der nächste Song, Mortadella. Ich weiß nicht, wer losgeht. Ist das der mit dem... Ist das der? Ja, genau. Aber ich weiß nicht, wie ich... Wer bei mir losgeht. G, glaube ich, oder? F, nee, H. Vor deinem, es liegt direkt vor deinem.
zu wissen, dass noch Pestfans dabei sind. Einer. Ich liebe Pesco. Mein Bier ist alle. Was würde Hass wohl über uns denken? Ich finde euch super. Nein! Doch, Hass würde sagen, aber wir haben euch was mitgebracht! So, welche Band natürlich auch obergeil ist, ist natürlich. Jede Band mit Klaus Lühr ist natürlich eine grandiose Band. Das heißt, angefangen mit Dick 17, Knochenfabrik, Casanova Schule, Seite, Chef, denke, alles geil, muss man alles abfeiern, sonst ist man kein Punk. Das meiste andere ist auch scheiße. Aber wer will schon Punk sein? Was ist denn jetzt nicht in Ordnung? Wo ist mein Typ? Der nächste ist Rock'n'Roll. No! Sex! No! Drugs! Yes! No! Rock! Jetzt alle, no! Sex! No! Drugs! No! Wir haben eine versiffte Tüte zu verlosen, hä? Da ist sogar noch Bier drin. Eine Tüte Regelbier Bier mit. Ja, 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 die meisten sind schon zum Rave abgehauen. Ich kenne euch, Banausen. Also wir haben gar nicht mehr so viele, also ein bisschen könnt ihr noch hier bleiben. Und danach ist Open Stage, glaube ich. Da kann also jeder Vollidiot, genauso wie wir, Scheiß machen. Nur besser halt. Jetzt haben wir vergessen, dass er mitsingen muss. Können dann gar nichts. Ich hab sonst immer ein implantiertes. No! No sex, no rock, no rock and roll. The time and hour, let me know. Whatever I dream, whatever I dream. Jetzt kommt. Aber ist auch egal und so heißt auch der nächste Song. Das ist der mit Klaus. Yeah!
Vorher haben wir euch ja die ganze Zeit runtergezogen. Dieser Song soll euch wieder aufbauen. Warte mal, habt ihr überhaupt unser geheimes Kennzeichen entschlüsseln können? Wenn wir so machen, am Ende. Ja, so. Wenn Timmy das möchte. Wenn wir so machen, schmeißen wir unseren Drummer auf. Yeah! Voll gut, oder? Wir sind schon fast professionell. Fachleute. Man spricht im Ochs. Im Vision. Deswegen wir zum Beispiel. Deswegen wollte das Wacken uns auch. Jetzt genau, wir haben das gesehen. Also, okay. Mit Profis rein. Oh! Okay, Leute, jetzt kommt wirklich der absolut geilste Song. Der wirklich geilste Song. Macht euch nackig. Habt euch alle lieb. Bald haben wir es geschafft. Zwei noch. Das ist beides von derselben geilen Band Knochenfabrik, deswegen ist er eigentlich wie einer. Lüger! Ja, wir sind Lügers. Weißt du, was du bist? Lügst du. Und du kommst aus Hamburg! Kannst auch ein bisschen mit mir Credits brauchen. Ich kann nicht wohl für Staumen, Junge. Danke. Ich wollte nicht wetten, wo du haten darfst. Ich wollte nicht wissen, wo du stehen da ist. Das ist mein Plattdeutsch. Das Coole dabei. Okay. Wir haben so 4-5 Fans und die finden es halt alle ziemlich geil, wenn wir betrunken sind. Vor allem Daniel. Daniel ist so betrunken, der hat seine Setlist verloren. Guck mal, die lag vorhin auf dem Grund. Hier ist sie doch. Du Lump. Dann lies doch von deiner verfluchten Setlist. Ist abgerissen. Nö! Ja, das kommt gleich. Ich will erst Jägermeister, sonst spiele ich grundsätzlich nicht. Ganz schlimme. Ich liebe Knochenfabrik und alle Knochenflüher-Band. Ja, nie im Leben, ne? Nie im Leben kannst du mitsingen, ne? Dann, total geil. Ich warte auf die Straßenbahn, morgens um 4. Der letzte Bahn ist gerade, die letzte Bahn ist gerade weg. Okay, ich hab's. Ich warte auf die Straßenbahn.
Anna, pass mal auf, ruf mich an, Kennstopper. Weißt du, was du willst? Oder? Ist nicht, ich weiß nicht, was du willst, aber das ist mir scheißegal. Nee, Müll können wir nicht. Wir können eigentlich gar nichts mehr. Ne? Oh doch, wir können noch. Hier mit dem Papierschlitz unter der Tür. Wie heißt das denn? Ja. Ein Panzer, zwei Raketen. Ein Panzer, zwei Raketen. Auf mein Blut, auf einem weißen Blatt Papier. Der Typ hat übrigens ab sofort bei jedem Konzert von uns Hausverbot. Ich weiß nicht mehr, wie er aussieht. Das war immer so. Leute, die wir nicht mögen, kriegen auch bei Hausverbot. Auf Wiedersehen! Wir waren Pocketix. Das ist nicht, was du willst! Rot,
in dieser Stadt, in diesem Land. Doch wo soll ich hingehen? Eine Wohnung hab ich nicht. Am besten in die nächste Kneipe und dort besauf ich mich. Zu Hause gibt's nur Ärger, Stoff und Streit und Zank. Meine alten Malochen in der Fabrik, kein dickes Konto auf der Bank. Im Betrieb haben sie mich gekündigt, ich hatte vor dem Mund kein Blatt. Und jetzt steh ich hier, es ist Abend in der Stadt. Also los, so meine Freundin, wie immer ins feuchte Eck. Die Häuser müssten bewohnt sein, das ist doch ihr Zweck. Und wir wollen nicht länger bitten, haben die Behörden satt. Heute ziehen wir in die Häuser ein, es ist Abend in der Stadt. Also los, rein ins erste Haus, wenn Spielers hier verfällt. Wir haben unsere Träume und die sind wichtiger als Geld. Wir wollen zusammen ficken im Schließfach, das ein Wohnklo hat. Wir werden renovieren, es ist Abend in der Stadt. Was passiert da draußen? Bullerei marschiert. Der Oberbulle liest eine Erklärung vor. Die Politiker haben das geschmiert. Die Politiker vertreten die Spekulanten und lügen dabei glatt. Wenn das Recht ist und Gesetz, ja, dann scheiß ich drauf! Es ist Abend in der Stadt! Also los! Barrikaden gebaut! Verteidigen wir unser Recht! Unser Recht, keine Stiefel im Gesicht zu haben. Die Mollis brennen nicht schlecht. Der Staat zeigt seine Zähne und wir sorgen für Zahnausfall. Wir werden uns wehren. Wir geben uns in keinem Fall. Ich hab nichts gehört, nichts gesehen, aber es war bestimmt geil. Ihr war so schnell. Ich war so schnell. Ich war so schnell.